Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der PES 18 Trainerkette mit Bayern München. Und das haben sich in der letzten Folge schon wieder einige beschwert. Ich soll mal den Schwierigkeitsgrad höher stellen. Leute, ich habe das schon mal gesagt. Ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber ich kann dagegen nichts tun. Ich kann dagegen echt nichts machen. Es nervt mich selber übelst, aber ich habe keinen Plan, wie ich das ändern soll, denn in PES kann man nur den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich erhöhe wie bei FIFA irgendwelche Attribute oder so von der gegnerischen Mannschaft. Ich kann nur den Schwierigkeitsgrad allgemein so erhöhen. Und wenn ich den um eine Stufe höher stelle, dann verliere ich mit Bayern durchgehend und das ist auch nicht realistisch. Von daher, ja, denke ich, bleibt das jetzt erstmal so. Ich muss den Spielstil ein bisschen verändern, hat auch Jan gesagt, also abgezockt. Und ja, ich probiere einfach ein bisschen rum. Ich hoffe, dass es realistischer ist. Champions League ist aber sowieso immer, denke ich, relativ realistisch. Wir haben jetzt nämlich das Champions League Spiel gegen den AC Milan, das zweite Spiel in der Gruppenphase. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go! Champions League in Allianz Arena. Heimspiel. Bayern München gegen AC Milan. Wie gesagt, Champions League ist meiner Meinung nach immer ein bisschen realistischer. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Und ich weiß nicht, entweder ich muss wirklich besser werden. Da muss ich dann irgendwie gucken, dass ich jetzt in den Ferien zum Beispiel ab und zu mal privat spiele, wenn es geht. Dass ich wirklich sage, hey, die Hymne bringt mich jetzt durcheinander, dass ich wirklich sage, hey, ich werde besser und kann den Schwierigkeitsgrad dann höher stellen und dass ich dann trotzdem gewinne oder halt immer so knapp gewinnen, was auch immer, manchmal auch unentschieden oder was auch immer. Oder ich muss einfach mein Spielstil ändern. Übrigens wurde ich letztes Mal für die UEFA-Hymne gestrikt. Da habe ich dann erstmal Einspruch erhoben. Und es hat auch geklappt, also irgendwie werde ich wahrscheinlich jetzt wieder gestrikt, und aber das hat keine Auswirkungen, wenn man Einspruch erhebt und es dann wieder rückgängig gemacht wird. Nur das wollte ich mal gesagt haben, ne? Okay, jetzt würde ich sagen, let's go. Oh, schöne Parade. Lewandowski, Doppelschuss, Pfosten, nicht drin. Gut gespielt. Wieder kein Tor. Müller. Müller. Die nächste Parade. Ich kann den Torwart nicht aussprechen. Tut mir leid. Aber gute Chancen hier von uns. Schade. Oh. Alter. In der nicht vorhandenen Nachspielzeit wäre das jetzt nochmal ein geiles Tor gewesen. Aber er ging knapp dran vorbei. Ja, wir sind die deutlich bessere Mannschaft, haben aber es tatsächlich nicht geschafft, ein Tor jetzt zu machen. Das ist eben das, was ich meine. In der Champions League ist das ein bisschen schwieriger, hier dann doch das entscheidende Tor zu machen. Aber kriegen wir schon hin, hoffe ich mal. Oh, da muss Neuer hin. Kein übler Schuss. Oh, Müller. Gibt's doch nicht hier. Ich glaube schon 70. Minute oder so. Und es steht immer noch 0:0. Nicht schlecht. Aber nicht drin. Jawohl! Jetzt endlich! Robert Lewandowski! Der Pole, der bei uns die meisten Tore macht, der macht es auch hier wieder. Super Laufweg von ihm. Ribéry hat das geschnallt. Und der Ball ist endlich drin. 70., 75., ich weiß es gar nicht, ich habe nicht hingeguckt. Das 1:0 für die Bayern. Boah. Bisschen Schwein haben die Gegner echt, weil wir haben schon viele Chancen. Hier Robben holt ihn sich. Da war ich ein bisschen überfordert. Das hat man hier auch an dem Schuss gemerkt. Der war jetzt nicht so geil. Aber ich habe, denke ich, trotzdem was Gutes aus dieser Situation gemacht. War schon relativ knapp.
Bumm. Thomas Müller. Thomas Müller. 2:0 für die Bayern. Auch das schön herausgespielt. Der Pass auf Lewandowski war exzellent. Flanke in die Mitte perfekt. Und der Kopfball gegen die Laufrichtung des Torhüters einfach nur perfekt. Oh, Arjen Robben mit dem Kopf. Wie knapp war das denn? Auch die Gegner kriegen hier nochmal eine Chance und ich passe dem auch noch in die Füße. Ecke. Boah, Neuer. Kratzt ihn da von der Linie. Spannende Endphase hier. Ganz viele Chancen hier zum Ende hin nochmal. Letzte Minute läuft. Nachspielzeit. Robben. Über Robben vielleicht nochmal. Lewandowski, was war das denn hier für ein Hackenpass? Hätte nicht sein müssen. Lewandowski verliert den. 2:0 Ende. Spannende Endphase nochmal. Trotzdem verdientes 2:0. Wir haben mehr Chancen gehabt. Also ich muss echt sagen, Champions League ist ein bisschen schwerer, auf jeden Fall. Die anderen Ergebnisse. Also erstmal Bayern gegen AC Milan 2:0. Basel gegen Tottenham Hotspur 0:0. Monaco gegen Sporting 2:2. Moskau gegen Manchester United 0:1. Real Madrid gegen OGC Nice, was auch immer das ist, 1:0. Football Club gegen Liverpool 2:4, Juventus gegen Ajax 3:1, Anderlecht gegen Atletico Madrid 0:0, Barcelona gegen Porto 4:0, Shakhtar Donetsk gegen Dortmund 1:1, Benfica gegen Napoli 2:0, Olympiakos Piraeus gegen Manchester City 0:1, Rotterdam gegen Besiktas 2:2, Praha gegen Paris Saint-Germain 1:3, Chelsea gegen Leipzig 1:1, Kopenhagen gegen AS Rom 0:2. In der Tabelle sind wir immer noch Erster, jetzt mit 6 Punkten, heißt 3 Punkte Vorsprung auf Milan. Und das nächste Spiel ist dann gegen Basel, in der Champions League zumindest. Das nächste Spiel in der Bundesliga ist auf jeden Fall gegen Leipzig, glaube ich. Und Mannschaft des Monats. Müller, Lewandowski im Sturm. Thiago, Ribéry, Weigl, Keita, Mittelfeld. Und Alaba, Sokratis, Vogt, Kimmich, Verteidigung. Im Tor Baumann. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Spieler von Bayern. Kimmich verbessert sich schon wieder. Der Typ, der ist ja richtig krass. Der ist jetzt auf 84 gesamt gestiegen. Jetzt haben wir das Spiel wieder daheim gegen Leipzig. Das wird auf jeden Fall schwierig, denke ich. Mal gucken. Also ich will nichts versprechen oder so, dass ich jetzt sage, hey, das wird jetzt ein spannenderes Spiel und am Ende ist es doch wieder irgendwie ein 5:0 oder so. Ich hoffe es mal nicht, aber man weiß es ja nie. Leipzig ist Platz 2. Also normalerweise könnte da schon was gehen. Dann gucken wir mal hier, haben wir das DFB-Pokalspiel gegen Augsburg. Die zweite Runde vom DFB-Pokal. Dann haben wir auch das Spiel wieder daheim. Wir spielen ja nur noch daheim jetzt. Gegen Basel von der Champions League, der dritte Spieltag. Und dann, das ist die nächste Folge mit diesen zwei Pokalspielen dann. Einmal Champions League und einmal DFB-Pokal. Ja, und dann geht's wieder ganz normal mit der Bundesliga weiter. Aber auf jeden Fall ganz nice. Das hoffentlich Hammerspiel Bayern gegen Leipzig. Ich würde auch gern mal die B11 auflaufen lassen. Allerdings ist das jetzt, wie gesagt, schwierig. Also man sieht's ja jetzt. In dieser Folge, in der nächsten, da wird's wirklich schwierig, denn wir haben jetzt Spiele wie gegen Leipzig, dann DFB-Pokal, Champions League. Da würde ich jetzt schon eher die Erstmannschaft auflaufen lassen. Aber ich will auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Sobald wir dann diese Pokalspiele rum haben in der nächsten Folge, heißt in der übernächsten Folge, werden auch ein paar andere Spieler mal spielen.
So, ich würde jetzt aber sagen, let's go. Erste Chance, vielleicht hier direkt Ribéry. Ribéry versucht es einfach mal. Lewandowski kommt sogar hin. Aber der Torwart hält den Ball sicher fest. Boah, Müller. Dass der den hält, echt klasse. Boah. Keine schlechte Chance hier. Bruma war es, glaube ich. Der Pass hier, der war echt gut. Nach unten hier. Nur der Abschluss hat nicht ganz gepasst. Und Tor. Konter nach der Ecke von Leipzig. Robert Lewandowski mit dem 1:0. Robben hier mit dem schönen Lauf auf Müller und auf Lewandowski in die Mitte. Torwart kann nichts mehr machen. 1:0 für die Bayern. In der, ich glaube, 24. Spielminute. Leipzig probiert's. Trifft das Tor allerdings noch nicht ganz so. 1:1. Leipzig macht das Tor. Sabitzer in der 34. Spielminute. Ich muss es zugeben, es ist verdient. Leipzig mit sehr vielen Chancen bisher. Spielt sich hier eine Chance nach der anderen raus. Hummels hat ihn sich zwar hier kurz holen können, kann dann aber doch nichts ausrichten. 1:1. Es bleibt spannend. Halbzeit. 1:1 in München. Also ich probiere mein Spielstil ein bisschen zu ändern. Auf Tipp vom Jan. Und in diesem Spiel, ja, klappt das schon echt gut. Denn wenn wir hier sehen, Schüsse, ist Leipzig überlegen. Zwar nur 3 aufs Tor, genauso wie wir. Wir haben 3 Schüsse, 3 aufs Tor. Die haben 7 Schüsse, 3 aufs Tor. Aber ansonsten ist das schon sehr ausgeglichen. Wenn nicht sogar, dass Leipzig stärker ist. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ja, 1:2. Kurz nach der Halbzeit. Wieder Sabitzer durch. Und Sabitzer macht das Tor. 1:2. Jetzt muss ich nach vorne hin natürlich verdammt viel Druck machen. Damit wir das hier wieder kippen, brauchen wir nämlich 2 Tore. Ja, das war echt direkt nach der Halbzeit hier. Ein Pass nach hinten. 2-3 nach vorne und Sabitzer ist durch. Neuer kriegt ihn nicht. 1:2 für Leipzig. Oh, Pausen. Das wäre hier echt ein Ding. Hätte er den auch noch gemacht. Weil der Pass war super, ne? Und der Schuss auch. Bisschen Glück. Neuer lenkt ihn da an die Latte. Und es gibt Ecke. Alter, Alaba auf der Linie. Wir haben gerade richtig Schwein. Und das gibt's doch nicht. Sabitzer zum 3. Leipzig, ein würdiger Gegner. Was heißt würdiger Gegner? Die sind ja viel besser. 1:3 hier. Lewandowski hat vorne den Ball verloren. Und es sind 3 Pässe, die es braucht. Und Sabitzer trifft zum 3. Mal im heutigen Spiel. 1:3 für Leipzig. Das ist jetzt hart. Jawohl! Robert Lewandowski, 2:3. Anschlusstreffer.
Es ist noch lange nicht vorbei. Hoffe ich zumindest. Ich wusste nicht, mit wem ich hier schießen soll und wann. Mit ein bisschen Glück kam er zu Lewandowski. Und der macht das Ding. 2:3. Noch ist nichts verloren. Robert Lewandowski, wie knapp war das denn bitte? Oh, Ecke. Schöner Spielzug vom Ding her. Aber wieder sauknapp hier, guck dir das an. Scheiße. Gibt, glaube ich, gar keine Ecke. Ich war noch dran, oder? Ja, es gibt keine Ecke. Fuck. Wir wechseln übrigens zweimal. Coman für Ribéry und Tolisso für Thiago. Oh, Robben! Jetzt gibt's aber Ecke. Fuck. Robben mit rechts. Und auch noch so ein guter Schuss. Und der Keeper ist dran. Lewandowski! Ich heul gleich. Lewandowski! Auch ein Hattrick auf unserer Seite. Dreimal Lewandowski bei uns. Und dreimal Sabitzer bei Leipzig. 3:3 Ausgleich der Bayern. Gott, habe ich für diesen Ausgleich jetzt gekämpft. Dafür habe ich jetzt schon ein paar Chancen gebraucht, ein paar echt fette Chancen. Nicht nur so. Die waren echt richtig krass, die Chancen, richtig gute Chancen. Aber es ist mir geglückt. 3:3. Das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt mir kein Mensch. Spiel gedreht. Thomas Müller. Mein Lieblingsspieler, Leute, ne? Mein Lieblingsspieler. Die Bayern. Robben mit dem Zuckerpass auf Thomas Müller. Der nimmt den schön an. Macht ihn nicht direkt. Aber er macht ihn. Was für ein Tor. Zum 4:3. Werner kommt. Für Paulsen. Die letzten 5 Minuten kommt Werner tatsächlich nochmal. Warum der nicht drin war, keine Ahnung. Oh, das gibt's doch nicht. Wieder Sabitzer. In der 88. Spielminute. 4:4. Kaum zu fassen. Was ist denn hier los? Sabitzer. Immer Sabitzer. Der eingewechselte Werner hier im Zusammenspiel mit Sabitzer. Boateng hier ein bisschen planlos mit der Grätsche. 4:4. Forsberg kommt auch für Bruma nochmal. Foul hier an Müller. Es gibt einen Freistoß. Keine Karte. Der Schiedsrichter ist echt... ja, freundlich, wie soll man das sagen. Er war auch der Ball weg und einfach umgenietet. Oh, wen lassen wir schießen? Wir lassen... wer kann den gut schießen? Robben, wir lassen Robben schießen. Arjen Robben. Arjen Robben mit dem Freistoß. Wird geblockt. 2 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht passiert hier noch was. Coman kommt hier nicht dran. Leipzig jetzt nochmal mit dem Vorstoß. Werner. Werner, Hummels kriegt ihn nicht. 2 Minuten sind rum. Aber Leipzig ist noch voll dabei. Es ist vorbei. 4:4. Was für ein Hammerspiel. 8 Tore haben wir gesehen. Warum Lewandowski den Ball küsst, weiß ich nicht. Er hat zwar einen Hattrick, aber es bringt ihm recht wenig. Ein Unentschieden, ja, kann man auf jeden Fall annehmen. Kann man auf jeden Fall annehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
War wirklich sehr ausgeglichen, das Spiel. Sieht man hier auch in der Statistik. Bayern ist natürlich nochmal eine Klasse besser. 11 Schüsse, 10 aufs Tor, das war bei den anderen nicht so. Aber ich denke, Platz 1 gegen Platz 2 in Unentschieden auf jeden Fall. Mega, mega fett geil. War nicht so ein heftiger Sieg da von mir oder allgemein nur Siege von mir in Unentschieden. Ist super. Die Bilanz immer noch. Wir haben noch nie verloren bei den Bayern. Noch kein einziges Spiel jetzt als Trainer bei den Bayern. Jetzt haben wir auch mal ein Unentschieden. Ich glaube, eins hatten wir schon in den Testspielen oder so. Jetzt haben wir auch mal ein Unentschieden, aber auf jeden Fall haben wir noch nie verloren. Das ist auch eine Hauptsache. Dann, wie gesagt, Bayern-Leipzig 4:4, mega geiles Spiel. Hertha Augsburg 1:0, Freiburg gegen Mönchengladbach 2:4, Eintracht Frankfurt gegen Schalke 0:3, Leverkusen Dortmund 1:0, Hannover Hamburg 2:0, Köln Hoffenheim 1:3, Bremen Stuttgart 0:1 und Wolfsburg Mainz 3:0. Wenn wir auf die Tabelle blicken, sehen wir, haben alle schon den Spieltag hinter sich schon, ne? Kann ich jetzt gar nicht sagen, das steht gar nicht hier, soweit ich das sehe. Wir sind Erster mit 5 Siegen und einem Unentschieden. Wie gesagt, Niederlage hatten wir noch keine, mega, mega geil. 16 Punkte, direkt gefolgt von Hoffenheim mit 13 Punkten und danach ebenfalls mit 13 Punkten Leipzig und Hertha hinter uns. Also hier ist ja richtig, echt ohne Spaß, mega geil. Also die Tabelle ist schon ganz schnieke. Ist jetzt nicht übertrieben weit auseinander, muss man echt sagen. Das Unentschieden jetzt, das hat es nochmal ein bisschen spannender hier gemacht. Ansonsten Dortmund ist auf Platz 7, unten ist Hamburg, Frankfurt und Freiburg. Tordifferenz, gut, wir haben relativ viele Tore geschossen. Wir haben nicht mit 2:0 gewonnen oder so. Wenn wir gewonnen haben, haben wir echt immer mit 5:0 oder so gewonnen. Ja, aber das Spiel jetzt hier auch jetzt. Wir haben auch jetzt hier 4 Tore geschossen. Auch krass. Insgesamt 8 Tore in dem Spiel. Also es war echt ein geiles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich freue mich allerdings auf die nächste Folge. Da haben wir 2 Pokalspiele. Einmal DFB-Pokal und einmal Champions League. Und Kimmich hat sich schon wieder verbessert. Was macht der Typ denn? Und Coman hat sich auch verbessert, Alaba auch. Rafinha ist gesunken, der hat sich nicht so verbessert. Ja, wie gesagt, nach den 2 Pokalspielen jetzt eben hier DFB-Pokal und Champions League, werde ich dann ab und zu auch mal die ein paar andere Spiele einfach reinhauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir spielen tatsächlich gegen Hoffenheim danach. Ja, tatsächlich. Da jetzt nicht unbedingt, die sind nämlich auch jetzt direkt hinter uns. Bayern Siegesserie endet nach 8 Spielen, also 8 Spiele hintereinander gewonnen, dann gegen Leipzig jetzt tatsächlich einmal unentschieden gespielt, aber wie gesagt, verloren haben wir noch nicht, ne? 8 Spiele Siegesserie ist schon ganz, ist auf jeden Fall mega geil, muss man ganz ehrlich sagen. Guter Start in die Saison, ne? Läuft auf jeden Fall. Wie gesagt, mit dem Hoffenheim-Spiel, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, dann da kann ich wahrscheinlich keine B11 jetzt komplett auflaufen lassen, aber ein paar andere Spieler mit rein, dass man sagt, Rafinha oder so anstatt Kimmich oder mal, was weiß ich, Martinez im Mittelfeld oder wer auch immer. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass die Spieler glücklich sind. Ansonsten würde ich jetzt sagen, lasst eine Rettung da, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.